Guten Tag. Das Klima wandelt sich. Welchen Anteil der Mensch daran hat, ist umstritten. Aber mit dem Klima ist es wie mit unserem Leben. Wir haben nur eins. Daher sollten wir darauf aufpassen. Wir müssen weg vom Verbrennen fossiler Stoffe. Da hat Greta Thunberg durchaus recht. Aber wie? Die Grünen setzen auf Windkraft. Das ist etwa so sinnvoll wie, dieser Hinweis speziell an Claudia Roth, 42.000 Kilometer zu den Fidschi-Inseln zu fliegen, um sich über Global Warming zu informieren. Denn Windkraftanlagen spielen, so Fachleute, nicht einmal die Energie ein, die für ihre Produktion, den Transport zum Standort und die Errichtung draufgehen. Doch hey, Zahlen und Fakten. Die spielten für Grüne noch nie eine Rolle. Man glaubt an Windkraft, auch weil die grüne Windkraftlobby so gut davon lebt. Außerdem muss man für die Zeit nach der politischen Karriere planen, zum Beispiel als Aufsichtsrat von Windkraftbetreibern. Von irgendwas müssen linke Ex-Politiker schließlich leben. Sehen Sie, deshalb brauchen wir noch mehr unökonomische, unökologische Windräder. Okay, die haben auch ihr Gutes. Es gibt weniger Mücken, Bremsen, Schnaken. 5 Milliarden werden laut neuesten Schätzungen von den 30.000 Windanlagen geschreddert. Tag für Tag. 1 Billion Insekten pro Jahr, 1.200 Tonnen. Leider auch Millionen Bienen, Hummeln, Schmetterlinge. Aber das sind Kollateralschäden. Und dass die Bienenpopulation dramatisch zurückgeht, hat natürlich nur mit Glyphosat zu tun. Aber nie, nie, nie irgendwas mit Windkraft. Die geschredderten Insekten fehlen Vögeln und Fledermäusen als Nahrung. Aber auch das gleicht sich aus, denn die Vögel und Fledermäuse werden gleich mitgeschreddert. Wer mit Jägern spricht, weiß das. Füchse und Wildschweine patrouillieren regelmäßig Windkraftanlagen. Denn Aasfresser finden dort jeden Tag einen reich gedeckten Tisch. Für die Windkraftbetreiber ist das praktisch. Tote Uhus, Bussarde, Wein oder Störche, alle auf der roten Liste, machen sich nicht so gut in der Ökobilanz. Da ist es prima, wenn man nicht selbst die Schredderopfer entsorgen muss. Windkraftanlagen sind auch super für die Bodenqualität. Weil die Anlagen immer größer werden, braucht es für ein Fundament bis zu 3.500 Tonnen Stahlbeton. Das ist das Gewicht von 45 schweren Güterloks. Und die Anfahrtswege für die Anlagen auf Feldern und in Wäldern müssen auch befestigt werden. So verdichtet man das Erdreich, bis nichts mehr dort leben kann. Und wer die Betonfundamente später aus dem Boden holt, wenn die Anlagen Rott sind, ist ungeklärt. Rückstellungen für den Rückbau sind nicht vorgesehen. Denn das würde die grüne Rendite mindern. Im Zweifel wird also wieder der Steuerzahler blechen. In Schleswig-Holstein, dem Land des grünen Vorsitzenden Robert Habeck, lässt man den Beton einfach im Boden. Sollen die Würmer und Käfer halt sehen, wo sie bleiben. Schließlich sind Windanlagen auch noch aus einem anderen Grund total super. Ihre Rotoren sind ein Verbund aus Carbon, Fiberglas, Kleber, Lack. Unrecycelbar, unverrottbar. Sondermüll, Millionen von Tonnen. Und beim Verbrennen gibt's hochgiftige Gase. Windkrafträder sind so öko wie Plastikgeschirr, so nachhaltig wie Fernreisen nach Fidschi, so energetisch sinnvoll wie Heizpilze. Sie sind von vorn bis hinten ein einziger Schwindel. Wer sie propagiert, will nichts für die Natur tun und auch nichts für dieses Land. Er ist ein Lobbyist, ein Lügner, ein Lump, ein Pharisäer, ein grün lackierter Kapitalist. Bürgerlich heißt er Habeck, Hofreiter oder Göring-Eckardt. Seine Partei sind die Grünen.